Ihr seht es gerade auf jeden Fall selber eingeblendet. Denkt ihr, das ist Wednesday Adams gewesen? Am Bildschirm? Und wenn ihr euch mal das Badezimmer gibt, Leute, das schaut absolut mystisch aus. Guck mal. 24 Stunden. Das kann sich gehen. Warte mal. Wir haben 2 Uhr nachts die Teufelstunde. Was geht ab, Leute? Ich habe gerade eine Nachricht über einen. Das kann nicht wahr sein. Ich habe gerade die Nachrichtigung über ein Flugticket bekommen. Irgendjemand hat mir ein Flugticket geschickt. Aber gebt euch mal, das Ganze ist morgen. Und die Reise führt nach. Oh mein Gott, Leute. Sie führt nach Mexiko. Okay, das ist schon mal extrem komisch. Irgendjemand hat mir einfach mal umsonst einen Flug gebucht. Wer könnte das sein? Habt ihr einen blassen Schimmer? Nicht, dass es Wednesday Adam war. Sollen wir sie mal anrufen und fragen, ob sie mich zum Flughafen schickt? Nach Mexiko? Leute, aber irgendjemand hat mir umsonst einen Flug nach Mexiko gebucht. Irgendjemand hat mir umsonst einen Flug nach Mexiko gebucht. Ich glaube, das müssen wir annehmen. Oder? Rockt man den Like-Button mit 2000 Likes, wenn wir das annehmen sollen. Und dazu lasst uns doch mal ganz kurz einen Dance machen. I'm dance, dance, dance with my hands, 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 with my hands, hands, and I feel alright. Okay, aber wisst ihr was, Leute? Vielleicht ist das Ganze auch irgendwie eine Falle. Ich bin mir wirklich nicht ganz sicher. Eigentlich wollte ich ja morgen, also besser gesagt, heute ist Montag, mit euch Wednesday Adams nochmal mit der Drohne überwachen. Aber ich denke mir mal, vielleicht können wir von ihr entkommen. Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Idee. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg, Leute. Wir machen uns, oh mein Gott, wir müssen halt eiskalt noch unseren Koffer packen. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, Leute, der Koffer ist hier. Wir nehmen den jetzt mit und dann würde ich sagen, wir noch einpacken in unseren Koffer. Natürlich eine Drohne, Leute. Was ganz, 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 ganz wichtig ist, die lade ich noch im kurzen bisschen. Okay, sie ist schon fast geladen. Wir packen sie in die Tüte ein und dann würde ich sagen, packen wir es zum Flughafen. Aber wir müssen natürlich nachschauen. Nicht, dass uns irgendjemand im Flugzeug eine Falle stellt. Ja, wir laufen am Anfang mal ganz kurz rein. Nicht, dass wir noch Wednesday Adams im Flugzeug sehen. Das wäre nicht cool, Leute. Das wäre absolut gefährlich. Das wäre richtig gefährlich. Also Leute, ich würde sagen, lasst uns auf den Weg machen. Okay Leute, wir haben jetzt wirklich 3 Uhr nachts, die Teufelstunde. Ich habe jetzt das Mikro leider nicht hier, deswegen ist es ein bisschen windig. Schaut mal nach oben. Könnt ihr sehen? 3 Uhr nachts, die Teufelstunde. Und wir sind jetzt wirklich auf dem Weg nach Mexiko, Leute. Ich bin echt aufgeregt. 3 Uhr nachts, die Teufelstunde. Es ist richtig, richtig kalt. Ihr könnt ja meinen Koffer sehen. Und wir schauen nochmal mit dem Flugzeug, ob wir Wednesday Adams wirklich sehen können. Und es tut mir leid, dass wir jetzt das Mikro nicht angeschlossen haben. Aber der Bus kommt gleich, noch 7 Minuten in der Kälte warten. Und dann geht's ab in den Flieger. Wir sind endlich angekommen, Mexico City, gefühlte 30 Grad, ich glaube wir haben 24 Grad, 17 Uhr, ja, wir waren jetzt 24 Stunden unterwegs gewesen und in Deutschland haben wir 1 Uhr 22. Ja Leute, gebt euch mal wie geil, wir sind endlich da, Mexico City Leute, Mexico City, Mexico City. Red in Mexico, estaré en Mexico, na 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 na. Ich bin gerade in Mexiko angekommen und ich habe euch ja versprochen, lasst uns erstmal absperren. Ich habe euch ja versprochen, auch auf dem Kanal, dass wir eigentlich jeden Tag ein Video rocken.
zu Wednesday Adams. Und ich glaube ja, dass sie mir dieses Flugticket hier gekauft hat. Aber jetzt gebt euch mal dieses Hotelzimmer erstmal. Lasst es uns erstmal untersuchen. Es ist nämlich schon mal extrem komisch. Gebt euch mal, könnt ihr... Oh, meine Brille ist fast runtergefallen. Gebt euch mal, könnt ihr es hören? Hallo? Wednesday Adams? Und wenn ihr euch mal das Badezimmer gibt, Leute, das schaut absolut mystisch aus. Nicht, dass sie sich vielleicht doch hier irgendwo anpinstet hat oder so. Können wir jetzt mal rausschauen? Da reden doch Leute. Ist es Wednesday Adams, Leute? Ist es sie? Gebt euch mal die Tapeten. Ist absolut mystisch. Vielleicht könnten wir hier mal irgendwie Charlie oder so spielen. Aber wisst ihr was? Mein Gott, das ist absolut mystisch. Nee. Aber sie könnte vielleicht von hier reinkommen. Vielleicht könnte sie von hier reinkommen. Lass uns mal noch rausgehen. Okay. Irgendwie ist das Hotel extrem gruselig. Nicht, dass sie noch hier wohnt. Aber ich habe euch ja gesagt, wir filmen auch im Flugzeug. Wir schauen uns jetzt mal gleich die Sachen zusammen an. Nämlich, ich habe ein paar Sachen aufgenommen. Ich wollte ja die Leute nicht wirklich im Flieger stören. Ja, ich habe überall nachgeschaut, ob sie irgendwo sein kann, Wednesday Adams. Ich habe sie nur einmal kurz an so einem Monitor gesehen. Und jetzt könnt ihr mal, ich nehme mal ganz kurz mein Handy her. Ich zeige euch das jetzt mal ganz kurz. Dann könnt ihr mal bitte in die Kommentare schreiben. Ich muss das mal raussuchen. Ich habe übrigens auch richtig viel für meinen Zweitkanal gefilmt. Checkt den bitte mal ab, da kommen jeden Tag richtig viele Mexiko-Vlogs, wo ich euch so das Leben aus Mexiko zeige. Das wäre auf jeden Fall richtig ernstvoll, aber ich zeige euch das mal ganz kurz. Und ich habe nämlich wirklich die Vermutung, dass es Hans, dass es Wednesday Adams ist. Wir waren so lange unterwegs gewesen, 24 Stunden. Wo haben wir es denn? Ihr seht es gerade auf jeden Fall selber eingeblendet. Denkt ihr, das ist Wednesday Adams gewesen am Bildschirm? Ich bin mir wirklich nicht sicher. Ich muss mal schauen, Leute, was wir in diesen zwei Tagen jetzt mit Hands, mit Wednesday Adams machen. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Wir sind in Mexiko angekommen. Aber kommt diese Ortega nicht aus Mexiko ursprünglich? Vielleicht hat sie mir deswegen das Flugticket nach Mexiko gekauft. Okay, Leute, lasst uns die Schuhe ausziehen. Lasst uns hinlegen ins Bett und schlafen. Und dann sehen wir uns, versprochen, am Samstag wieder. Kommt näher, Leute. Wir sehen uns am Samstag wieder mit einem richtig geilen, coolen Video. Es wird noch am Ende einer gegrüßt. Wenn du auch gegrüßt bist, dann schick das Video gerne an 5 deine Freunde weiter. Und ich zeige euch jetzt mal die Uhr. Es ist 4 Uhr. Schaut mal ganz kurz her. Durch mal 4 Uhr nachts, Leute, ist es heftig. Wir waren... Warte mal. 24 Stunden. Das kann sich geben. Das... Oh mein Gott. Und da hängt auch der Mantel von ihr. Nein. Das ist doch... Das kann nicht Wednesday Adams sein. Ich glaube, sie hat mir die Falle hier ins Hotel gestellt. Das kann nicht wahr sein. Warte mal. Das ist zu schnell.